Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Marktausblick heute am 13. Februar 2012 aus unserem Handelsraum in Gmund am Tegernsee. Mein Name ist Andreas Grimm und ich vertrete heute Herrn Dr. Seibold. An den Finanzmärkten kommt die Einigung des umstrittenen Sparpakets von weiteren mehr als 3 Milliarden Euro im griechischen Parlament gut an. Damit ist die Pleite Griechenlands vorerst abgewendet und der Weg frei, auch für die anderen Teile eine Lösung wie den Beitrag privater Gläubiger und weitere Hilfen von EU und IWF unter Dach und Fach zu bringen. Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar sich dadurch wieder deutlich erholen und handelt aktuell mit 1,3260 nahe dem jüngsten 2-Monats-Hoch von 1,3322. Neben den US-Konjunkturdaten ist in dieser Woche der Blick vor allem auf kommenden Mittwoch gerichtet, wo sich die Euro-Finanzminister treffen, um über die Freigabe des neuen 130 Milliarden Euro schweren Rettungspakets für Athen zu beraten. Ab morgen erhalten wir bereits täglich neue Hinweise auf den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft. Auf den Einzelhandelsumsatz für Januar folgt am Mittwoch die Industrieproduktion, am Donnerstag die Wohnbaubeginne und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Am Freitag runden die Verbraucherpreise das US-Konjunkturbild ab. An unserer Euro-Dollar-Positionierung mit einem Kursziel von 1,24 halten wir unverändert fest. Das Alternativszenario bleibt ebenfalls bei 1,38, wofür eine deutliche Entspannung der Schuldenkrise notwendig wäre. Auch die Aktienmärkte können von der Griechenland-Zustimmung profitieren und mit einem freundlichen Handelsstart eröffnen. Der deutsche Aktienindex DAX handelt aktuell bei 6.760 Punkten um 1% fester als zum Handelsschluss am Freitag bei 6.693 Punkten. Sorgen um den Ausgang zum griechischen Sparpaket hatte die DAX-Kurse zwischenzeitlich sogar bis auf 6.649 Punkten gedrückt. Mit einem DAX-Wochenverlust von 1,4% ist damit die seit Anfang des Jahres erfolgte Gewinnserie von 7 Wochen in Folge aber erstmals zu Ende. Erst wenn tatsächlich neue Hilfen für Griechenland freigegeben werden, dürfte der Aktienmarkt weiter anziehen. Zuvor könnten aber erneute Gewinnmitnahmen und möglicherweise negative Überraschungen von der europäischen Schuldenkrise für einen erneuten Kurseinbruch sorgen. Hierbei wäre unser erstes Kursziel bei 6.400 DAX-Punkten. Auf der deutschen Konjunkturseite schaut man morgen auf den ZEW-Index für Februar, als auch am Mittwoch auf die Bruttoinlandsproduktzahlen für das vierte Quartal. Die BIP-Zahlen werden mit 1,9% nach 2,5% leicht schwächer erwartet. An unserem mittelfristigen DAX-Kursziel von 5.600 Punkten halten wir unverändert fest. Unsere Positionierung bleibt aber vorerst neutral. Unser neues Alternativszenario sehen wir bei 6.870 DAX-Punkten. Hierbei ist eine weitere Entspannung der europäischen Schuldenkrise notwendig. Zu guter Letzt möchte ich auf den Rentenmarkt eingehen. Hier haben wir den Bund-Future im Fokus, der richtungsweisend für die Kursentwicklung der 10-jährigen Bundesanleihen ist. Solange die europäische Schuldenkrise, ausgehend von vor allem Griechenland und Portugal, für Schlagzeilen sorgt, ist weiterhin mit einem stabilen deutschen Rentenmarkt zu rechnen. So handelte der Bund-Future vergangene Woche in einer Handelsrange von 137 und 139 und notiert aktuell bei 137,80. Dies entspricht einer 10-jährigen Rendite von 1,83%. Mit der Griechenland-Zustimmung schaut man auch gespannt auf die Renditeentwicklung der in dieser Woche stattfindenden Staatsanleihen-Auktionen in Italien, Portugal und Frankreich. An unserem mittelfristigen Bund-Future-Kursziel von 145 halten wir unverändert fest. Das Alternativszenario bleibt bei 132. Unsere Positionierung ist hier neutral. Damit endet unser heutiger Marktausblick. Ich freue mich, wenn Sie nächsten Montag wieder dabei sind, und wünsche Ihnen einen guten Wochenstart.